Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Es ist Samstagmorgen. Wir haben 9.32 Uhr, sind ein bisschen spät dran. Fahren jetzt Richtung Elfringhauser Schweiz heute mal wieder und machen da eine kleine Tour. 16 Kilometer mit 400 Meter Höhenunterschied und wollen uns mal ein bisschen die Beine vertreten. 28. März ist heute, 7 Grad, habe ich schon gesagt, weiß ich nicht. Ja, wunderschönes Wetter. Ja, haben wir auch schon gesagt. Corona-Krise ist da und wir gehen möglichst allen Menschen und der kompletten Zivilisation aus dem Weg. Und deswegen haben wir auch eine Tour rausgesucht, die möglichst einsam ist, wo auch kein Städtchen, kein Dörfchen, nichts drumherum ist. Genau, richtig schön weit draußen im Wodantal und da nehmen wir euch jetzt mal mit hin. Bis gleich! So, wir sind endlich angekommen und gegenüber von uns ist der Wanderparkplatz und da ist wirklich echt bis gerade kein Mensch gewesen. Jetzt kamen irgendwie zwei Autos an und ich guck mal, dass ich euch das mal zeige. Wir drehen uns einfach gemeinsam um und da hinter uns, da ist der Parkplatz. Ja, und jetzt laufen wir mal los und gucken mal, was uns hier so auf dem Weg begegnet und dann nehmen wir euch mit hin. Bis gleich! Unterwegs eine kleine Wortmeldung. Wir haben 13 Grad, es fühlt sich an wie 20. Ne? Ja. Und Wegstrecke sind wir gelaufen bisher an die 7 Kilometer und es fühlt sich
an, als wären wir gerade erst losgelaufen. Ich bin mega fit. Obwohl wir die letzten Tage auch so ein bisschen echt, also die letzten zwei Wochen mit so leichten Erkältungssymptomen auch zu kämpfen hatten, ist davon heute nichts mehr zu spüren. Ja, und es ist wunderschön. Wieder. Einmal. Bis später. Gemacht. So, jetzt ist die große Pause angesagt und wir haben richtig was Gutes gegessen, uns gestärkt. Es gibt ja diese Kontaktsperre bzw. die Regelung und Empfehlung, dass man sich nicht näher als 2 Meter kommen soll. Das halten hier die meisten auch tatsächlich problemlos ein. So manche andere nehmen da halt nicht so viel Rücksicht, aber dann hatten wir das bisher immer so geregelt, dass wir demonstrativ stehen geblieben sind, die Menschen freundlich angesprochen haben, hallo, und dann haben die auch meistens reagiert. Also im Prinzip brauchst du eigentlich immer nur eine direkte Ansprache und dann läuft das. Wie gesagt, 3 Stunden in Bewegung und jetzt geht es gleich weiter. Also mehr als die Hälfte haben wir im Sack und jetzt kommen gleich nochmal ein paar schöne Bilder, hoffentlich. Bis gleich. Willst du noch was sagen? Entschuldigung. Willst nichts sagen? Willst du jemanden grüßen? Nee, auch eigentlich nicht? Nicht. Eigentlich nicht. Okay. First day of spring, and I just wanna sing to everything that's moving, every single little thing. To them birds flying free. Fish
fish in the sea, flowers and trees, every little bumblebee. I wanna sing, ooh, ah, mm, oh. To the kids playing hoops, going loop-de-loop, the rainbow-colored bouncy balls and their ice cream scoops. Got my shoes in my hand and my feet in the sand. I got 20 ducklings in a row like a little marching band. And they sing, ooh, ah, mm, ooh, ah, mm, oh. To the couples in love and the seagulls above, and any other living thing or creature I can think of, I wanna sing, ooh, I wanna sing, ah, Leute, wir sind fertig für heute. Wir haben unsere 16 Kilometer Tour beendet und uns geht's super. Die eigentlich 18 Kilometer lang war. Aha. Ja, wir haben den ein oder anderen Schwenker und Schlenker mitgenommen, der nicht vorgesehen war. Aber Schaden tut's ja nicht. 350 Metern rechts abbiegen. Ja, in 350 Metern biegen wir rechts ab und sind auf dem Weg nach Hause. Und wir haben jetzt 15.42 Uhr, um 16.28 Uhr sind wir dann da und haben Feierabend für heute. Es war schön, oder? Es war richtig schön. Hat mir richtig gut gefallen, die Tour. Sehr viel Natur, belassene Wege, wunderschönes Wetter. Kann man nicht meckern. Kann man über nichts meckern. Außer über Corona. Mit 2 Kilometer den Straßenverlauf folgen. Und verrückte Autofahrer, die mitten auf der Straße fahren. Aber gut, einen schönen Tag wünschen wir euch noch. Bis demnächst.